So, und ohne Pause geht's weiter, Leute. Ja, beim letzten Mal gab's einen Punktanstieg von 70 Punkten, was mich sehr gefreut hat. Heute soll's wieder das Togekiss-Knackhaken-Wintergross-Team machen, das beim letzten Mal ja so gut lief. Und ich hoffe, wir können hier weiterhin eine gute Performance abliefern, ja? Und heute fangen wir gleich mal an gegen die Irina. So, und Irina hat einen Magneson. Fängt ja schon mal gut an hier. Ja, wir wechseln hier instant raus. Was ist mit diesem Wechselbutton los? Was ist mit diesem Wechselbutton los? Niantic! Was zum Teufel? Geht ja schon mal wieder super. Super, 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 super gut los, das Video. Vielen lieben Dank dafür. Ja. Fängt wieder blendend an. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Kappa. Habt ihr ähnliche Probleme, Leute? Habt ihr ähnliche Probleme? Schreibt es mir doch gerne mal. Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren. Ne, wir schilden hier nicht. Bleiben stattdessen einfach drin. Hauen nochmal einen Medium Mash raus. Es ist nur der Body Slam. So, das heißt, wir holen uns Wechselvorteil oder jetzt was anderes. Ach, mein Gegner konnte sich so schön Energie holen da. Das wird wahrscheinlich wieder ein Body Slam sein, back to back. Und dann werden wir runtergefarmt, gehe ich mal von aus. Ja, okay. So, ich gehe jetzt auf Togekiss, warte kurz, bis die Wechselur runtergelaufen ist und dann auf Knackkrack und dann hoffe ich, dass das letzte Pokémon einen Meter groß ist. So, hier kommt nochmal ein Body Slam, in Ordnung. Aber ich muss halt darauf bauen, dass mein Gegner jetzt ein bestimmtes Pokémon als letztes drin hat. Ansonsten wird das nichts. So. Magnesone direkt auf Knackrack und es ist Garados, natürlich. Was denn auch sonst? Was denn auch sonst? Das muss aber nicht so schlecht sein. Das muss nicht so schlecht sein. Wir gehen hier einmal auf Wutanfall direkt. Nein. Ich muss halt nur zusehen, dass ich irgendwie noch zu einem Flammenwurf eventuell hinter einem Schild komme. Ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Magnesone plus Gyarados, Leute. Da kann ich nicht gegen gewinnen. Da kann ich einfach nicht gegen gewinnen. Das ist nicht machbar. Und wenn Niantic mir auch noch das Wechseln untersagt, dann wird es natürlich noch weniger. Ja. Blöd gelaufen. So, wir sind aber jetzt in einer anderen Elo wieder. Wir sind bei 2700 rum. Das heißt, hier könnten die Leute eventuell andere Pokémon vorne drin spielen. Weswegen ich eventuell schauen sollte, wenn ich jetzt heute wirklich jetzt 4 von 5 Leads verliere, weil es Stahl-Pokémon sind, dass ich dann vielleicht wieder irgendwie Knackrack oder so nach vorne packe. Das wäre eigentlich somit das Beste, was ich machen kann. Ja. Ist aber echt blöd, weil ich hätte da jetzt gerade nochmal schön mit meinem Metagross Energie aufbauen können. Aber stattdessen wurde ich da einfach gescammt. Und das letzte Pokémon war halt Gyarados. Ja, was willst du dagegen machen? Das ist halt so die Sache. Gyarados ist halt echt blöd. Magnesone Führung plus Gyarados hinten. Dagegen ist das Team halt schlecht aufgestellt. Was gut ist, ist hier Magnesone hinten. Das ist in Ordnung. So, noch eine Dragoran-Führung. So, muss aber nichts heißen, denn wenn ich Pech habe, kann ich das halt immer noch verlieren. So, und Gyarados. Da bleiben wir drin. Hatten wir ja beim Ende des letzten Videos dieses Matchup. So, Antikraft. Gucken wir mal. Ich brauche definitiv das Togekiss gegen Dagoran. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Andererseits brauche ich halt auch das das Togekiss gegen Gyarados. Naschweif? Okay. Perfekt. Doppel-Naschweif. Das heißt, ich kann jetzt dieses Gyarados runterfarmen mit meinen Patronenhieben. Perfekt.
Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und wenn das letzte Pokémon jetzt, wie gesagt, Dingens ist, Metagross, dann sollte das eigentlich jetzt ganz gut sein. Weil ich habe noch meinen Knackrack dagegen. Und das sollte eigentlich passen. So. Nee. Ich warte, bis du mich ganz weit runterfarmst. Und eventuell kann ich dich auch runterfahren. Perfekt. Und dann kann ich hier nochmal ein Erdbeben raushauen. Oh, es ist ein Hippoterus. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh no. Oh, das ist sehr schlecht. Das kann... Oh, Hippoterus hinten. Oh Gott, das ist echt blöd. Hier werden nämlich die Eiszähne extrem Schaden anrichten. So, ich muss Sand graben. So, Sand graben. Und dann muss ich Wutanfall drücken. Ich hoffe, das reicht. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ich überhaupt zu einem komme. Zu einem Wutanfall. Weil ihr seht, die machen richtig viel Schaden, diese Eiszähne. So, jetzt bitte Wutanfall. Mach irgendwas. Please! Und dann rüber auf Togekiss. Okay, sehr gut. Boah, das Hippoterus. Da habe ich jetzt angefangen zu schwitzen. Das siehst du meistens vorne als Anti-Meta-Lead. Und eigentlich ist das Hippoterus vorne auch echt cool. Ich habe leider kein gutes. Beziehungsweise ich habe ein 98er, aber das möchte ich nicht pushen, weil das teuer ist. Ich würde sehr gerne ein Shiny, was ich demnächst Lucky tauschen werde. Wenn es da irgendwie 96 oder 98 IVs Minimum hat, das würde ich dann tatsächlich hochpushen, weil es dann ein Shiny Lucky ist. Aber mal gucken. Ansonsten Hippoterus. Aber es ist echt gut in der aktuellen Meta. Es verliert halt gegen nicht so viel. Und mit Eiszahn hat es eine sehr, sehr gute Coverage. Es gewinnt zum Beispiel gegen Magnesone, gegen Metagross, gegen Machomai glaube ich nicht, aber gegen sowas wie Togekiss, das sollte auch eigentlich ganz gut sein, glaube ich, weil du halt diesen Eiszahn hast, gegen Dragoran mit Eiszahn, gegen Knackrack, wie ihr gesehen habt. Ja, hat zudem einen sehr, sehr günstigen Angriff mit Body Slam. Body Slam kostet ja gefühlt, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr wenig Energie. Und dazu dann noch sowas wie Erdkräfte. Also Hippoterus ist schon ein sehr cooles Pokémon aktuell. Wenn ihr wirklich noch gar kein Meisterliga-Team gebaut habt, könnte man wirklich in Erwägung ziehen, eventuell ein bisschen was in Hippoterus investieren. So, kommt da ein Wechsel? Nee. So, Regel Nummer 1, ich schild den ersten. So. Okay, es ist nur eine Aqua-Orbize. Oh, und mein Gegner geht raus. Dann bestrafen wir das mal, indem wir auf unser Metagross gehen. So, ich mache ein bisschen zusätzliche Energie. So, 2 und los. Sorgt dafür, dass mein Gegner hier ebenfalls nochmal schilden sollte. Okay, und dann fahre ich runter. Ich schilde selber jetzt einmal und dann fahren wir hier runter. Ja. Haben wir Wechselvorteil, Energievorteil und ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Perfekt. Exakt zu einem Sternhieb. So ein Packs, so ein Packs, so ein Packs. Ja, Sternhieb instant reingehauen. Weil das reicht, glaube ich, jetzt, weil das Zoompack schon ein bisschen angeschlagen ist, hier schon aus, um es zu besiegen. Oh, er lässt es sogar durchgehen, der Gegner. Okay. Überlebe ich aber noch. Und ich krieg nochmal den Angriff raus. Und das letzte Pokémon ist Magnesone, aber ich habe hinten Knackrack, deswegen sollte das kein großes Problem sein. Ja, das sollte gerade sehr gut aussehen. Und, der Flammenwurf kommt auch noch durch. Alright, kein Problem. Dann fahren wir jetzt sogar mit Magnesone das, mit Togekiss das Magnesone runter. Ich weiß nicht, in welcher Welt man das nicht schildet, weil warum sollte man ködern? Es ergibt null Sinn, hier in der Situation zu ködern. Und ich hatte schon so viele Umdrehungen, also der Flammenwurf war da eigentlich schon drin. Aber Regel Nummer 1 gegen Togekiss sollte man mit Magnesone nicht zu gierig werden und schon schilden, ja. Außer man zählt mit und weiß, dass das kein Flammenwurf sein kann, weil das zum Beispiel die beiden Führungen sind.
Dann kann man natürlich davon absehen, weil die Antikraft oder das Aeroaster offensichtlich sein sollte. Aber hier war Flammenwurf, glaube ich, schon, das konnte man fühlen, sage ich mal. So, Togekiss gegen Togekiss, das erste Mal in diesem Video heute. Und ich glaube, ich habe einen Vorteil, oder? Wenn ich mich nicht irre. Nee, selbe WP-Anzahl und kein bester Kumpel. So, Antikraft, let's go. Weil ich kann, wie gesagt, den Boost bekommen. Und wenn ich den Boost bekomme, oder der Gegner dann halt den, gleich den Boost bekommt, dann ist es eh vorbei. Und ich sehe... Ja, ich werde, glaube ich, hier sogar davon absehen, hier ein Schild zu nutzen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Schildvorteil oder Wechselvorteil? Was ist wichtiger? Ich weiß es nicht. Aber ich kriege hier nochmal zwei Patronenhiebe raus, immerhin. Zumpex, okay. Bleibe ich, wie gesagt, drin, weil... Keine Ahnung. Es wird irgendwo nur eine Aquabitze sein. Ich glaube, meine Win-Condition wird dann halt einfach Knackkrack hinter zwei Schilden sein, denke ich. Ja, meine Gewinn-Kondition wird halt einfach Knackkrack hinter zwei Schilden sein. Weil ich drauf hoffe, dass da hinten noch ein Dragoran oder ein Stahl-Pokémon ist. Dann kann ich hier einen tanken. Beziehungsweise einen schilden. In dem Fall, dass er jetzt, wie gesagt, echt ein Dragoran kommt. Ah, der Gegner wechselt nicht raus. Könnte, wie gesagt, Magnesone sein. Schilden und nochmal Energie holen. So. Jetzt gibt es den Wutanfall. Das wird das Magnesone jetzt besiegen. Und mal schauen, was jetzt kommen wird. Dragoran? Magnesone? Dragoran. Okay. Das ist halt der Vorteil, wenn die Leute Teams spielen, die man schon oft gesehen hat. Man kann halt vermuten, was dann hinten drin ist. Sehr schön. Oh Gott, Leute. Knackrack. Knackrack, Knackrack, Knackrack. So ein gutes Pokémon, wirklich. Boah, sehr schön. Ich liebe Knackrack. Das ist so ein tolles Pokémon. Und irgendwann wird Knackrack auch seinen Community Day bekommen. Da bin ich mir sicher. Und dann kommt halt irgendwie nochmal Steinkante oder Steinhagel eventuell ins Moveset. Weil in den Videospielen kann es diesen Angriff zum Beispiel. Ich bin mir absolut sicher, dass das irgendwann passieren wird. Knackrack, also kaum mal hat Community Day in dem Fall. Das muss eigentlich irgendwann passieren. Genauso wie es irgendwann mal einen Kapuno Community Day geben wird. Die Frage ist wann, aber das wird irgendwann mal kommen. Da bin ich mir sicher. So, wie war das jetzt? Die nächsten beiden Community Days sind Porygon und Glumanda. Da freue ich mich sehr drauf, vor allen Dingen auf Glumanda, weil Feuer-Ode im Glumanda für Mega Glurak X, wenn sie das Mega-Feature irgendwann mal ein bisschen besser hinkriegen, dann wird Mega Glurak X, was ich sehr, sehr cool finde, es ist meiner Meinung nach viel cooler als Mega Glurak Y, das wird dann sehr, sehr, sehr gut werden. Und ja, guck mal hier, wieder ein Knackrack in der Führung. Und wieder Niantic-Server-Probleme vom Feinsten. Hallo! Ach Leute, was ist denn hier los? Stark, stark, stark Spiel. Da muss ich gar nicht weiterspielen. Das war wieder ein geschenkter Sieg, wie beim letzten Set. Und wegen irgendwelchen Server-Ranz, ja, wow, Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Niantic. Dafür, da freue ich mich doch, ne? Da freue ich mich doch, Wahnsinn. Ich weiß nicht warum, aber sowas geht mir... so gehörig auf den Keks, ja, so gehörig auf den Sack. Weil das ist jetzt das zweite 4:1, was mir verwehrt wird, wegen irgendwelchen Connection-Problemen. Wegen irgendwelchen Runs von Niantic. Ich wäre jetzt schon bei 2800 eventuell sogar, wenn Niantic hier nicht irgendwie den Kabel gezogen hätte, aus ihren Servern. So, tut mir leid, das war jetzt ein bisschen laut. Aber sowas ist sehr frustrierend. Ja, sowas ist sehr frustrierend.
Weil das sind eigentlich Punkte, die man mitnehmen sollte, wenn man wirklich irgendwie Rang 10 erreichen möchte am Ende der Saison. Und sowas ist dann natürlich echt blöd. Knackrack-Führung, Gegner geht auf Metagross, ich muss dann einfach nur mein eigenes Knackrack reinholen, einmal schilden. Und dann ist es vorbei. Das ist schon fast gewonnen. Das ist gewonnen, gefühlt, ja. Vor allen Dingen, wenn der Gegner dieselben Pokémon spielt. Ich habe dann den Wechselvorteil und dann ist vorbei. Gerade mit Torkis, ne? Na gut. Und jetzt kriege ich einen Metagross als erste Antwort in mein Gesicht geklatscht. Vielen lieben Dank. Und jetzt funktioniert das Wechseln auf einmal. Wow, Niantic. Wirklich sehr, 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 sehr stark von euch. Wirklich extrem stark von euch. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier noch groß was machen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch sonderlich was passiert hier in den Situationen. Garados. Immerhin nochmal ein Schild geködert bekommen. Okay. Warte ich mal kurz ab. Gehe dann auf Togekiss und fahre dann komplett runter. Das Metagross hat schon sehr viel Energie, ne? Also, da machst du nichts. Und dann gleich direkt am Anfang Metagross. Und Garados hinten. Ja, meine einzige Option ist jetzt mein Metagross gegen gegnerisches Metagross und Dragoran wahrscheinlich hinten. Nee, Knackrack. Ja, mit Sandgrab. Das gewinne ich nicht. GG. Bravo! Hey, was macht der Gegner gegen Togekiss hinten? Wahrscheinlich nichts. Okay. Ganz blöd gelaufen hier. Dieses Spiel war zum... Das kann man in die Tonne kloppen. Ja, das kann man einfach in die Tonne werfen. Und dann kann man das verbrennen. Okay, weil mehr ist das nicht. So. Meine größte Angst ist halt einfach diese zwei Siege, die ich eigentlich hätte bekommen sollen, müssen, was auch immer. Das ist halt Puffer gewesen. Puffer, falls ich mal wieder ein Set habe, was richtig schlecht läuft. Weil sobald ich dann 1-4 gehe, mache ich wieder 50 Minuspunkte. Das sind die ganzen 3-2-Sets dann erstmal wieder Geschichte gewesen. Aber jetzt heißt es erstmal, dieses Set ist da, konzentrieren, das Beste rausholen, ja. Mit einer Niederlage ins Set gestartet ist natürlich blöd, aber etwas, was man jetzt nicht unmöglich nochmal umdrehen kann, ja. Ah, Gegner finden. Ich sehe ganz nebenbei, in meinem Feed gerade, dass der Schilling wohl auch Probleme hat gerade. Im aktuellen Video. Fehler 1000, Doppelpunkt 6. Interessant. Okay, Knackrack-Führung. Let's go. Das ist Mammutl. Der spielt das Yonkus-Team, was der im Stream gespielt hat. Meistens kommt ein Avalanche zuerst. Meistens. Es ist diesmal sogar die Dampfwalze. Glück gehabt. Weil jetzt kann ich hier komplett runterfarmen, ohne dass mein Gegner nochmal auf die Dampfwalze kommt. Das weiß man, wenn man selber Mammutli spielt. Okay. Und hinten ist dann nochmal ein Metagross. So, erstmal hier direkt den Sternhieb rausballern. Das letzte Pokémon des Gegners wird ein Metagross sein. Das ist nämlich das Team, was auch Yonkus gespielt hat. Shoutouts an ihn an der Stelle. Cooler Dude. Mag die Teams, die er baut, sehr gerne. Hab mir auch das ein oder andere da nachgebaut direkt. Doppelschild. Und Knackrack. Warum?
Ich werde hier definitiv nicht schilden. Mein letzten Schild brauche ich nämlich für mein eigenes Knackrack. Ich werde hier wieder nicht schilden. Warum auch? Weil ich kann jetzt einfach Togekiss reinholen und wenn er dann in seinen Metagross geht, dann war's das. Perfekt. Das haben wir gewonnen. Das haben wir gewonnen. Gegen dieses Team vom Gegner gewinnt nämlich dieses Team sehr, 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 sehr einfach. Ja. Sehr schön. Nehmen wir. We take those. Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass man die Dampfwalze des Gegners halt richtig predicted. Ansonsten muss man da unter Umständen doppelt schilden. Das ist sehr wichtig. Und dass man sich dann den Wechselvorteil holt. So, auf jeden Fall ist das ganz gut für mich gerade, was da passiert ist. Und das finde ich gut. Das erste Game ist in die Tonne kloppen. Wie gesagt, Gyarados hinten, Metagross vorne. Also Stahl-Pokémon vorne, Gyarados hinten. Das ist das Schlechteste, was passieren kann. Magnesone vorne, Gyarados hinten. Metagross vorne, Gyarados hinten. Ja, sowas ist sehr, sehr, sehr schwer zu spielen. Aber alles andere kann man mit diesem Team halt wirklich sehr, sehr gut bekämpfen. Ja, wenn wir Führung verlieren, kein Problem. Solange kein Gyarados hinten ist, geht das klar. So, Aipulso. Okay, mal gucken, was Aipulso spielt. Aipulso! Aipulso hat ein Dragoran vorne. Okay. So, Wechselbildschirm direkt hoch. Oh, mein Gegner wechselt nicht raus. Okay. Dann fahren wir hier komplett runter. Es wird natürlich ein Hurricane sein. Deswegen müssen wir hier schilden. Hurricane. Auch bekannt als Orkan. Das heißt, wir haben jetzt den Wechselvorteil. Gegner hat den Schildvorteil, aber das ist okay. Dann gibt es hier nochmal direkt den Flammenwurf hinterher. So. Dann gehe ich auf mein eigenes Megaboss. Ist das denn schon ein Erdbeben? Naja, dachte ich mir. Okay. Oh, und jetzt kommt noch mal ein Krypto Machomai. Was nicht schlecht ist. Weil der muss jetzt hier schilden. Aber ich habe Knackrack. Okay. Problem ist, mein Gegner wird mich runterfahren können mit dem Metagross. Wechsel ist auch noch nicht da. Verdammt. Okay, das wird jetzt ein Rennen gegen die Zeit. Komme ich an meinen zweiten Sandgrab ran, bevor mein Gegner an seinen zweiten Sternhieb rankommt? Weil der hat ein bisschen Energie gebunkert gehabt. Oh, das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Mein Gegner braucht 6 Patronenhiebe, um dran zu kommen. Schauen wir mal. 2, 3, 4. Okay, mein Gegner hat aufgegeben. Der hat nämlich mitgezählt. Knapp, knapp, knapp. Aber lief doch nochmal ganz gut. Ich war, wie gesagt, drauf und dran, Sternhieb des Gegners schon richtig zu vermuten. Und dann einfach drin zu bleiben. Aber gut. Machomai hinten. Wenn das Dragoran und Machomai vor allen Dingen. Sehr krass. Deswegen wollte mein Gegner auch nicht rauswechseln, weil sobald er in seinen Metagross geht, das kann man sich tatsächlich auch denken. Sobald der Gegner nämlich in Metagross geht, kann ich dann halt meinen Konter gegen Metagross reinholen. Metagross ist dann weg und dann verliert der Gegner definitiv gegen Togekiss. Deswegen kann ich schon durchaus verstehen, dass man da in der Situation unten bleibt. So, bester Kumpelschleife, ist es auch der beste Kumpel? Es ist der beste Kumpel. So, das heißt also, ich verliere das Matchup. Oh, mein Gegner ist aber out of sync. Oder? Nee, Moment.
Ich schilde. Weil streng genommen hätte ich nicht schilden sollen. Mein Gegner hat den Boost bekommen, ganz nebenbei. Habt ihr es gesehen? Mein Gegner hat den Boost bekommen. Die kleine Ratte hat den Boost bekommen. Das heißt, eigentlich hätte der hier gar nicht schilden müssen. Das war nicht gut von ihm. Okay. Das Problem ist, mein Metagross wird jetzt eine Menge Schaden kassieren. Aber ich werde noch runterfahren können. Okay, aber ich habe sehr viel Schaden auf Metagross genommen. Das war nicht so gut. So, Togekiss. Gegen Togekiss. Ich habe Energievorteil, mein Gegner hat aber Wechselvorteil. Ja, was. Es ist aber die Drachenwut-Variante, das ist gut. Drachenwut-Variante ist gut, weil das könnte ich durchaus gewinnen. Mit Metagross. So. Ich habe genug für zweimal Sternhieb. Ich werde chillen. Okay. Ich hoffe, das letzte Pokémon meines Gegners ist ein Magnesone. Ich hoffe es so sehr. Vielleicht hätte ich vorher rauswechseln sollen. Und was ist das letzte Pokémon vom Gegner? Es wird nur ein Nachtschweif sein. Okay. Garados hinten. Nicht gut, nicht gut. Und er hat halt den Boost bekommen. Das war durchaus wichtig gerade für ihn. Oh, so ein Bex. Nope, da kann ich nichts machen. Togekiss Doppelwasser. Eigentlich gar nicht so bad. Aber, keine Ahnung. Er ist halt darauf ausgelegt, Metagross zu kontern hinten. Ja, gutes Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich durchaus gerade nur wegen dem Boost verloren. Ansonsten wäre es wirklich noch spannend gewesen, weil dann hätte ich nicht so viel Schaden auf meinem Metagross genommen. Das war halt das Blöde. Ich habe viel zu viel Schaden auf Metagross genommen, nur durch das Togekiss. Ich hätte ungefähr ein Viertel mehr. Ja. Egal. So, 2-2. Wichtig ist, jetzt vielleicht doch mal einen Sieg einfahren. Vielleicht. Ansonsten Minuspunkte. Zoom-Packs-Führung. Das ist immerhin schon mal ganz gut. So, Gegner greift an. Okay, bleibt drin. Lädt viel auf. Sehr viel, wie wir hier sehen. Das kann halt die Schlammwoge sein. In dem Fall muss ich auf jeden Fall mein Schild nutzen. Das ist nur eine Aquabiza, okay. Ist das jetzt die Schlammwoge? Tatsächlich. Mann, das ist blöd. Das ist echt blöd. Anders wäre es mir lieber gewesen. Boost? Nein, okay. Schildvorteil beim Gegner, Wechselvorteil bei mir. Metagross. Ich hätte gar keinen Angriff abfeuern sollen. Dieses Rätselraten manchmal, es macht mich wirklich ein bisschen kaputt. Schauen wir mal. Oh, Gegner schildet, sehr schön. Mein Gegner hat doch... Hat mein Gegner genug für zweimal Sternhieb? Das ist die Frage. Ich werde hier runterfahren müssen, auf zweimal Sternhieb.
Ich habe doch noch ein Sandgrab, oder? Aber ich glaube, Metagross wird mich eher runterfarmen können. Das sollte hoffentlich ausreichen. Oder? Bitte. Knackrack. Jawohl, immerhin. Oh, war das knapp, Mann. War das knapp. Junge, 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 Junge. 3-2. Nochmal gedreht, obwohl das echt schlecht aussah. Ist heute der Tag der 3-2-Spiele. Ich meine, das ist nicht schlecht. Ja, wir steigen auf. Aber diese zwei verfehlten 4-1-Siege, das... Das geht mir schon sehr nah, ja. Du brauchst nur ein Set, wo du dann gegen 3-4 Magnesone vorne drin spielst und dann verlierst du. Alle Punkte, die du mühsam geholt hast. Ja. Egal. Lief ganz gut heute. Was mich sehr freut. Immer Pluspunkte gemacht, ordentlich. Ich glaube 110, 120 müssten das jetzt am Ende sein. Aber, wie gesagt, es hätten deutlich mehr sein können. Mit ein bisschen besseren Niantic. Ein bisschen besserem Niantic-Karma. 2761, ich glaube, das ist mein neues Saisonhoch. Ein Set habe ich noch. Ich versuche auf jeden Fall nicht, diese Punkte wieder zu verlieren. Das ist das Wichtigste. Spiele ich aber offstream, denke ich, jetzt ganz schnell. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Regi. Ciao.